Und wenn ich jetzt generell an Österreich denke, so möchte ich trotzdem sagen, dass generell das Land Österreich ein Sozialstaat ist, was auch bedeutet ein Beamtenstaat. Und diese Aspekte, also sowohl dieses von Vaterstaat versorgt zu werden oder eben diese Traditionen aufrechtzuerhalten, dieses Traditionelle, das ist ein phlegmatischer Einfluss. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitmenschen. Mein Name ist Melanie Rienzner und ich begrüße euch herzlich zu meinem heutigen Video. Heute darf ich eine Antwort oder einige Impulse geben zu einer Frage, die mir über eine E-Mail gestellt wurde. Und ich möchte euch diese Geschichte nun gerne vorlesen. Wir sind 2007 nach Österreich gezogen. Wir beide, also es handelt sich um ein Ehepaar, litten leider einige Jahre später unter einer mehr oder weniger schweren Krankheit. Glücklicherweise sind wir stark genug, um immer wieder aufzustehen. Menschen werden durch solche Erfahrungen auch immer stärker. In unserer Heimat waren wir es gewohnt, dass Freunde und Familie einem kranken Menschen Aufmerksamkeit schenken. Hier in Österreich, vielleicht nur gerade hier in der Region, wo wir leben, ist das ganz anders. Wir haben sogar dadurch Freunde verloren. Es tut weh, wenn man so allein gelassen wird. Das Desinteresse an den persönlichen Umständen im Krankheitsfall. Ich weiß nicht, was das ist oder warum. Darüber habe ich mit einem Psychologen der Krebshilfe gesprochen. Sie hat das sehr gut erkannt. Als einen der Gründe nannte sie, dass die Menschen nicht gelernt haben, empathisch zu sein. Sie gehen dann kindisch damit um. Ich weiß nicht, ob das so ist. Darf ich fragen, was du denkst, vermutest? Der Umgang damit hängt natürlich auch von meinem eigenen Charakter ab. Aber wenn eine Antwort kommt von wer erwartet, der wartet, kann und will ich damit nichts anfangen. Ist das typisch für Österreich? Lieber Paul, zuerst einmal danke, dass du mir dein Vertrauen entgegenbringst und dich mit deiner Geschichte an mich wendest und mit deinen Fragen. Selbstverständlich kann ich dir keine Antwort geben, doch einige Gedankenimpulse teile ich gerne mit dir. Man kann diese ganze Situation aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Wenn ich sie aus der Perspektive der Typenlehre, der Charakterlehre ansehe, dann möchte ich gerne darauf eingehen, dass wir nicht nur als Individuum einen Grundcharakter haben, den wir schon mitgebracht haben, sondern dass diese Typenlehre auch für Länder, Regionen anzuwenden ist. Zum Beispiel, wenn wir denken an an das irische Volk von früher, also das Urvolk der Iren, diese rothaarigen, hochaggressiven oder hochenergetischen Menschen, dann könnte man sagen, dieses Volk könnte man unter die Choleriker einreihen. Wenn wir an die Latinos denken, und zwar Latinos aus den Ländern zum Beispiel Kuba oder Brasilien, die sehr viel Lebensfreude ausdrücken, zum Beispiel durch ihre Kultur, durch ihre Art zu tanzen, durch ihre Musik, also Samba, Salsa, also das ist alles Lebensfreude pur, würde ich sagen, dass der alle beeinflussende Charakter des Landes, der Regionen sanguinisch ist. Also trotzdem hat dann jeder seinen eigenen Einfluss, aber es ist ein Unterschied, ob ich ein melancholischer Grundtyp bin, mit dem Landeseinfluss sanguinisch, also oder ob ich vielleicht noch in einer Region bin, die sehr melancholisch geprägt ist.
Wenn wir an, also jetzt von Österreich aus, an den Osten-Balkan-Länder denken, da gibt es zum Beispiel, oder Ungarn, also wenn ich da an diesen musikalischen Ausdruck oder generell einige Balkanregionen denke, das ist unglaublich melancholisch. Da ist sehr viel Melancholie, die auch teilweise bis in den Osten unseres Landes ein wenig überschwappt. Also wenn wir uns denken, der Wiener Heurigen, diese heurigen Lieder sind auch eher melancholisch geprägt. Und so kann man sich jedes Land auch unter diesen Einflüssen anschauen. Und wenn ich jetzt generell an Österreich denke, auch wenn vielleicht in den Grenzgebieten noch zusätzliche Einflüsse auf uns einwirken, so möchte ich trotzdem sagen, dass generell das Land Österreich ein Sozialstaat ist, was auch bedeutet ein Beamtenstaat. Und unser Ausdruck, unsere Traditionen, unsere Tänze, also hier geht es sehr viel um Tradition, um Bewahrung des Alten, also so ist unsere Kultur geprägt. Und diese Aspekte, also sowohl dieses von Vaterstaat versorgt zu werden oder eben diese Traditionen aufrechtzuerhalten, dieses Traditionelle, das ist ein phlegmatischer Einfluss. Das bedeutet, keine eigenen Entscheidungen zu treffen. Also man ist froh, wenn das jemand anderer für einen macht, etwas auszuführen. Jemand anderer sagt einem, was man zu tun hat. Also es ist ja dann auch noch individuell zu sehen, wie hoch entwickelt ist dieses Temperament in diesem Land, weil jedes Temperament kann unreif sein oder in einem reifen Zustand. Und ich denke, dass wir hier sehr davon geprägt sind, dass für uns gesorgt wird, was einen vielleicht auch etwas phlegmatischer werden lässt. Das heißt, weniger in die Eigenverantwortung gehen. Man hat ein hohes Pflichtgefühl, erfüllt seine Aufgaben. Und wenn ich an Phlegmatiker denke, das ist schon das Temperament eigentlich, das sich vielleicht am schwersten damit tut, sich in andere einzufühlen. Und das überfordert ist, wenn Situationen sich ergeben, die außerhalb ihrem Tagesrhythmus sind. Das heißt, wenn der Nachbar oder der Freund sich immer so verhält, wie man es gewohnt ist, dann funktioniert alles gut, aber wenn einmal etwas anderes ist und vielleicht dann Eigeninitiative gefragt wird, ist das für den Phlegmatiker eine totale Überforderung. Also, ich hatte mal einem sehr nahen Verwandten davon erzählt, dass meine Mutter, einen Herzinfarkt hatte und jetzt gerade in der Notaufnahme ist in der Klinik. Und dieser phlegmatische Mensch hat mir am Telefon zugehört, hat mich fertig erzählen lassen und hat dann mit ganz einem anderen Thema reagiert, so als hätte ich nichts gesagt. Der Phlegmatiker kann nicht so schnell, also wenn man jetzt in diesem Temperament komplett ist, auf das reagieren oder eingehen, sondern muss immer alles zuerst einmal verarbeiten, durch sein System durchgehen lassen. Und selbst dann fällt es ihm schwer, etwas dazu zu sagen, weil auch ein geringer Selbstwert da ist, dass man vielleicht tatsächlich etwas Kluges sagen könnte und immer das Gefühl da ist, jemand anderer macht das bestimmt besser. Natürlich hat der Phlegmatiker viele Aspekte, aber jetzt möchte ich dir einfach mal verständlich machen, aus meiner Sicht ist Österreich generell unter diesem Charakter sozusagen geprägt. Von dieser phlegmatischen Einstellung. Das bedeutet im Endeffekt, so wie es dir ergangen ist und deiner Frau, dass ihr krank wart, dass vielleicht der Rückzug dadurch entstehen kann, dass jemand überfordert ist mit dieser Situation, dass er sich nicht zutraut, damit umzugehen, dass jemand Angst davor hat, Fehler zu machen im Umgang mit euch, dass dann ein Rückzug entsteht.
Also, das heißt nicht, dass alle Österreicher Phlegmatiker sind, aber weil du ja diese Länderfrage gestellt hast, so sehe ich schon unser Land unter einem prinzipiell phlegmatischen Einfluss. Das merkt man auch in Zeiten, wo von Staats wegen gesagt wird, ihr müsst jetzt alle das und das tun, dass da nicht viel Widerspruch da ist, sondern dass alle das einfach so machen, ausführen, mitmachen, um ja nicht aufzufallen. Also das ist auch typisch für phlegmatische Länder, wo vielleicht in anderen Ländern mehr revolutioniert wird, dagegen gekämpft. Also wir lassen uns wirklich sehr viel gefallen, bevor wir aufmucken. Also auch für mich ein Kennzeichen, dass wir Österreich, würde ich sagen, ist vom Charakter her phlegmatisch. Dann, wie du selber sagst, geht es ja auch darum, wie gehe ich selbst damit um und was löst das, wie ich damit umgehe, in anderen Menschen aus? Habe ich nur noch dieses Thema, wenn ich anderen Menschen begegne? Löse ich Druck aus in anderen Menschen, weil ich schon von ihnen erwarte, mir zu helfen? Oder sage ich selbst gar nichts darüber und warte einfach mal ab, bis mich jemand fragt, hey, wie geht's dir eigentlich damit? Also wir selbst gehen auch alle verschieden damit um. Und dann kann es passieren, wenn unser Umfeld nicht so reagiert oder agiert, wie wir es uns wünschen, dass wir uns allein gelassen fühlen. Und ich selbst hatte ja auch vor 10 Tagen diesen Hundebiss. Und ich mache mir jetzt auch diese Gedanken. Aha, manche Menschen ziehen sich jetzt komplett zurück. Manche sind präsenter und stelle auch fest, das macht etwas mit mir. Und es ist interessant, dass du mir genau jetzt diese Frage stellst, weil jeder Mensch hat auch das Recht, damit umzugehen, wie er möchte. Und ich kann von niemandem erwarten, jetzt, wo es mir so geht, ohne dass ich kommuniziere, was ich wünsche oder brauche, musst du so oder so agieren. Also auch ich bin jetzt ein bisschen in dieses Gedankenspiel geraten, kurz auch gedacht, okay, finde ich nicht so toll oder finde ich toll. Und habe das aber auch gleich wieder gelegt oder beziehungsweise reflektiert, aha, interessant, mich selber dabei beobachtet. So muss ich sagen, dass ich diese Gedanken auch hatte. Doch lieber Paul, egal, was uns im Außen widerfährt, und das hast du selbst auch geschrieben, letztendlich kommt es immer darauf an, wie wir selbst damit umgehen, wie wir selbst zu uns stehen, wie wir selbst für uns da sind und was wir daraus lernen. Man kann in so einer Situation zum Beispiel kennenlernen, also man sagt oft, ja, in schlechten Zeiten erkennst du, wer dein Freund ist oder nicht, aber vielleicht kann man auch sagen, in schlechten Zeiten erkennst du, mit wem es jetzt an der Zeit ist, weiterzugehen und mit wem nicht. Das muss ja nicht unbedingt eine Bewertung sein. Aber wenn wir einschneidende Erlebnisse haben, Krankheiten, Unfälle, Trennungen, was auch immer, dann verändern wir uns selbst ja auch. Und dann kann einfach sein, dass ein altes Beziehungskonzept, das wir hatten, unserem jetzigen Weg nicht mehr dienlich ist. Und es vielleicht nur die Erinnerung ist an früher, als wir, also vor diesem Unfall, Krankheit,
Als wir auch selbst diese Veränderung noch nicht durchgemacht haben, da haben wir gut zueinander gepasst, aber jetzt mit dieser erneuten Erfahrung, vielleicht auch selbst einen Reifeprozess durchgemacht, passt das dann nicht mehr. Da treffen wir uns vielleicht gar nicht mehr. Und dann ist es gut, wenn derjenige seinen Weg geht und ich meinen. Und vielleicht begegnen wir uns ja zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn auch der andere Mensch etwas für sich dazugelernt hat. Und ja, wenn du aus einem anderen Land kommst, wo das üblich war, dann ist das bestimmt auch noch mal eine Herausforderung. Das jetzt hier so zu erfahren. Du bist ja schon fast 20 Jahre hier, hast du mir geschrieben. Also hast du uns schon kennengelernt. Aber ich denke, wenn wir lernen, ja, muss mir sagen, ja, jedes Land hat auch seine Mentalität. Und bei uns, also ich habe es ja auch gemerkt, es ist auch nicht, also es ist nicht jedermanns Sache, so offen über seine Krankheit oder auch über einen Unfall zu sprechen. Und aber da es für mich ja total okay ist, denke ich einfach, dieser Mensch, der das jetzt nicht okay findet, darf ja gern jetzt bei sich schauen, warum löst das in diesem Mensch diese Gefühle aus? Statt, oder natürlich kann er auch sagen, ich finde das blöd von dir, aber das bringt diesen Menschen ja nichts. Und genauso wie es diesen Menschen nichts bringt, wenn er jetzt zu mir sagt, ich finde das doof von dir, bringt es ja auch mir nicht zu sagen, ich finde das doof von dir, dass du jetzt plötzlich nicht mehr in meinem Feld bist, dass du jetzt kein Mitgefühl mit mir hast oder einmal nachfragst, sondern ich habe jetzt für mich tatsächlich noch mehr meine eigene Stärke gefunden. Ich habe noch mehr entdeckt, dass ich immer noch nicht ganz mein Leben gelebt habe, sondern immer noch ein bisschen das Leben der anderen. Und wer weiß, wann wir wirklich ganz unser Leben leben und komplett unbeeinflusst sind. Aber tatsächlich bin ich jetzt mir einen Schritt näher gekommen. Und das heißt, dass ich jetzt sehr viel alleine bin. Und das tut mir gut, weil ich dadurch auch diese Ablenkung von außen nicht mehr erfahre. Denn wenn sich ständig jemand um mich kümmert, um mich sorgt, dann fühlt sich das schon ganz fein an. Aber dann gerate ich auch vielleicht mehr in das Mitleid mit mir. Ja, ich bin so arm und jetzt müssen sich alle kümmern. Und so denke ich mir, nein, es hat alles seinen Grund und aus jeder Erfahrung in unserem Leben dürfen wir etwas lernen, wachsen, etwas erkennen. Und wenn es nur heißt, sich in Zukunft besser abzugrenzen, mehr auf sich selbst zu schauen, mich selbst mehr zu lieben, mehr auf mich und meine Heilung zu schauen, statt ständig anderen in ihrer Heilung, auf ihrem Heilungsweg zu begleiten. Denn es muss ja auch ein Ausgleich sein. Das heißt nicht, dass ich niemand mehr helfen möchte, das mache ich sehr gerne, aber ich helfe mir jetzt selbst. Ich gestehe mir zu, dass ich mir selbst helfe und dass ich mir von Menschen helfen lassen, die mir helfen möchten. Es braucht einen Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Und im Prinzip ist es so, dass das, was wir brauchen für uns, schon in uns selbst ist. Und dass das, was von außen kommt, ein Bonus ist. Und umso weniger von außen kommt, umso mehr sind wir bei uns und können selbst in uns das finden,
was uns gut tut. Und auch lernen, uns selbst noch viel mehr zu vertrauen. Ja, lieber Paul. Interessant, wo die Reise, die Impulsreise jetzt hingegangen ist. Ich hoffe, dass für dich der eine oder andere Impuls dabei ist. Ich danke dir nochmals sehr für deine Frage. Und wenn aber noch was offen ist, schreibe mir gerne wieder. Alles, alles Liebe dir, lieber Paul, und euch allen, eure Mel.